Warte. Super hot. Super hot. Super Spiel, genau. Genau, super awesome. Ja, hallo, wir gucken uns dieses kleine Indie-Projekt an. Das wurde gerade gesteam-greenlightet nach nur irgendwie 4 Tagen und ist absoluter Weltrekord. Awesomeness Weltrekord. Und das hat also großen Bass jetzt gehabt, viel durch die Medien gegangen, durch die Presse, und deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Indie-Spiel mit irgendwie Zeitspielerei. Schauen wir uns mal. Ja. Norbert sitzt an der Maus. Ja. Weil unser Shooter-Spezialist. Wir haben da jetzt direkt rangesetzt und gesagt, der soll das mal überprüfen, ob das so gut ist wie Half-Life 2 und Counter-Strike zusammen. Da. Ja, das soll mit, gekreuzt mit Crysis. Und ja. Quasi, ob es wirklich super awesome, super hot ist. Es ist super hot, auf jeden Fall. Okay, click to super start. Mach mal. It's about time. Oh. So, der Typ fliegt irgendwie nach hinten. Move ist WASD. WSAD. Geht das? Ah, guck mal. Okay, ich glaube, er bewegt sich nur, oder die Gegner bewegen sich nur, wenn du dich bewegst. So richtig. Also, er bewegt sich auch so. Warte mal kurz. Guck mal, die Sachen bewegen sich auch so ganz langsam. Ist er weg? Ja, naja, der löst sich dann offensichtlich auf. Da liegt noch die Sonnenbrille. Ist ja super. Also, man kann springen. Aber man sieht auch an dem Deckenventilator, ich bin, wenn man sich bewegt. Genau, das ist die Erklärung. Du kannst, glaube ich, Sachen auch anklicken. Kannst du mal gucken bei den Kisten, ob du die irgendwie... Nee, kannst du nicht benutzen oder so. Das wäre ja interessant zu wissen. Na gut, dann gehen wir einfach weiter. Ja, hier scheint nichts zu sein. Ich denke mal, das ist ja schön klar, die Grafik, so was hier los ist. Oh, guck mal, da ist ein Typ. Take him down. Okay, ran und dann... Bam! Okay, Gespratze ist auch dabei. Flip. Also grafisch ist echt... Ist schon... Oh, Vorsicht, du hast, glaube ich, nicht so viel Munition. Nee, ich habe was nicht. Nehme ich an. Ah, der rennt aber, da musst du aufpassen, weil der... Kill them all! Das ist doch eine Anweisung, das schaffst du. Ja, es ist auf jeden Fall relativ... Ja, den wirst du nicht treffen, ne? Hm. Relativ klare grafische Assets, so. Also man hat... Man sieht relativ genau, wo die Gegner sind und da bin ich tot. War voll in den Schuss reingelaufen, Norbert. So komm dann jetzt schnell, zieh's durch. Aber es ist ein schönes, so ein Instant-Kill-Spiel, wo du halt mit einem Treffer tot bist und dann aber auch sofort wieder ohne Ladezeit und so startest. Sowas ist ja immer recht motivierend, finde ich. Also besser, so ein bisschen wie Super Meat Boy oder so. Ne? So. Nehmen wir mal erst den nach links rennen. Gucken, ob du da jetzt einen erwischt. Ja, schön. Kriegst du den auch noch? Ah, das ist in den Stein eingeschlagen oder nicht? Auf jeden Fall ist aber. Super hot! Super hot! Das Spiel finde ich jetzt schon gut. Ja, komm, klick. Hau rein. Okay, das ist die Kanone. Schieß schneller als er! Wow. Und immer schön rechts, links, denke ich mal, strafen so, ne? Weil die schießen ja auf dich geradezu. Also ein bisschen. Okay. Ja, den kriegst du ab. Wow, 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 wow. Ich würde mich immer nur schrittweise fortbewegen, weil sonst rennst du vielleicht in eine Kugel rein, die du übersiehst. Das will ich auf jeden Fall viel umsehen. Ja. Probier's einfach mal auf die Distanz. Okay, okay. Gucken wir mal. Oh, ja, den hast du erwischt. Sehr gut. Nicht nach rechts laufen, genau. Da ist einer. Da ist einer. Oh, Vorsicht. Du hast. Out of ammo. Das ist nicht gut, aber hier stand einer, ne? Ja. Kommt da hinten noch einer? Ich weiß nicht, nee, da links, der ist auf jeden Fall noch übrig. Das ist natürlich jetzt auch schwer, mal mit der Distanz das abzuschätzen. Naja, ist die Frage, ob der sich überhaupt bewegt. Nein, das nee, der ist eher so offen. Auf dem Feld. Du hast mich immer alle, wenn du noch so ein bisschen in Richtung von irgendeiner Scheiß Kugel läufst. Ah, das ist schwer einzuschätzen mit den Ecken und Kanten. Genau. Also gerade aufgrund dieses, weil die so plastisch wirken und nicht annähernd irgendwie realistisch. Aber ich finde das echt mit der Grafikstil, das ist echt der Hammer, oder? Das ist gerade echt so schön simpel gemacht. Oh, jetzt wird's anspruchsvoll. Ja, hinter dir ist keiner. Jetzt musst du aufpassen, weil die werden alle drei schießen. Ich versuch einfach mal den mittleren. Das ist keine Waffe. So. Da vorne in der Mitte ist die Waffe. Und ich würde an deiner Stelle jetzt so ein bisschen immer rechts, links laufen, weil die schießen ja sozusagen immer, oh jetzt, ja das wird nichts. Ah ja, okay. Weil die werden, denke ich mal, immer so grob in deine Richtung schießen, das heißt, wenn du jetzt eher rechts bist, dann werden sie alle nach rechts schießen und dann kannst du drüber laufen nach links. Also du musst wirklich immer so ganz schrittweise vorgehen. Jetzt musst du so ein bisschen langsamer machen, glaube ich, ja. Jetzt ist das doch eher wie so ein bisschen wie so ein Schachspiel. Okay, da schießen sie. Okay, der zweite Schuss, der ist auch schon in der Luft jetzt, genau. Der geht auch auf mich zu, oder? Ja, siehst du, das läuft doch ganz gut so. Hier ist ein Stückchen vor und dann wieder nach links.
Ja, ich sehe nur einen. Hä, wo sind die anderen? Da sind die anderen beiden. Oh, das war gut, das war gut. Scheiße, das ist echt witzig. Guck mal, da kommt einer, schaffe ich das noch? Das schaffst du rüber, ja. Okay, die haben schon wieder geschossen. Ja, gleich hast du es. Gleich hast du es, dazwischen durch. Da kriegen Kugeln plötzlich ein ganz anderes Gefahrenpotenzial. Ja. Wir leben auch hier in der Matrix. Ja, genau. Oh, scheiße. Ja, aber den hast du. Gut, gut. Oh, aber die ist so schnell. Ah, fast an der scheiß Kanone gewesen. So, ob man das so schneller machen kann? Nee, wa? Schneller geht's nicht. Du kannst ja einfach mal probieren, so mehr so Zickzack-Linie. Bis jetzt immer rechts, links und dann immer mal zwischendurch wieder nach vorne. Und man kann auch zwischen. Ja, ja, genau, deswegen. Komm, jetzt bist du schon sehr viel weiter vorne. Ja, weil sie sich noch gar nicht anhält und dann bewegt sich noch. Die bewegt sich ganz leicht die ganze Zeit. Oh, jetzt wird's hektisch. Ja, ja. Ah, ja, ja, und jetzt schießt. Einer, take them out. Du musst kurz warten, bis der Schlitten wieder vorne ist. Yeah, super hot. We are awesome. Absolut, absolut. Ja. Sehr schön. Also man merkt schon, dass das ein unglaubliches Potenzial hat, dieses Spiel. Na, vor allen Dingen, wenn das dann irgendwann mal 100 Level hat und so. Also sie haben das jetzt greenlighted, das heißt, die werden das jetzt demnächst mit Geld und rausbringen. Also mit Geld rausbringen. Es wird was kosten, kommerziell veröffentlichen. Und da werden dann, denke ich mal, 100 Level drin sein oder so. Ne? Das sind ja jetzt bisher mal 3 gewesen. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie viel jetzt hier noch kommt. Da gibt es einen Stuhl. Da ist ein Stuhl, genau. Das ist natürlich mein. Hier wäre ich schon beschlossen. Der wird von links kommen, glaube ich, oder? Ah, ja. Ja, siehst du? Hab ich's doch gesagt. Bin ich mal wieder klug gewesen. Ach, geht's jetzt rechts rum, ne? Da ist eine Brille. Ah, ne, gibt's nicht, ja. Die war... Das war also der Typ. Aber sie haben immer die gleiche Position, das ist schon mal ganz gut. Ja. Ja, das wäre ja sonst noch fieser. Na, das ging in die Wand. Das sah schon so aus, als würd's... Weil du musst dich irgendwie bewegen, sonst geht der Schlitten ja nicht schnell genug wieder nach vorne. Dann kannst du nicht direkt hinterher schießen. Du hast, glaube ich, immer 4 Schuss, so wie ich das verstanden habe. Und ja, man muss halt wirklich aus der Distanz dann probieren. Wie ist so die Shooter-Mechanik? Die ist total simpel. Also, ist einfach nur, also ja, ist auf jeden Fall relativ auch einfach. Also keine Physik oder sowas großartig drin, außer dass die Kugel eben gerade ausfliegt. Ah, ich finde das Gespratz so schön. Das macht mich ja immer gleich ein bisschen. Versöhnt mich immer mit zum Spiel. Was ist das denn? Dahinter ist eine Tür, glaube ich. Oh, scheiße. Zu spät gesehen. Ja. Okay, der Erste, der glaubt ja immer relativ schnell dran. Aber die bewegen sich wenigstens nicht. Sind das 2 gewesen? Ja, ja, da hinten waren 2. Okay, gut, die sind im Arsch. 8 Gegner noch, ne? Also die Zahlen ticken runter. 7 Gegner noch. Du wirst jetzt aber gleich keine Munition mehr haben. Einen Schuss hast du, glaube ich, noch. Da ist keiner. Da, voll. Ja. Okay, jetzt hast du eine neue Waffe, oder? Kann das sein? Also, ja, da war wahrscheinlich jetzt einer hinter dir. Es ist aufgrund der Zeit halt so schwer einzuschätzen. Oh, ja. Es ist aufgrund der Zeit schwer einzuschätzen, wann muss man anhalten. Man muss sich halt extrem viel umgucken, ohne dabei zu laufen, ne, wahrscheinlich. Ja. Dass man den Überblick behält, von wo man beschossen wird. Weil man kann ja so ganz gut ausweichen, den Kugeln. Hat das Der da, der hinter einem auftaucht. Waffen erst einsammeln, wenn die wirklich alle bist. Du kannst die Waffe auch wegwerfen, ne? Glaube ich, mit Rechtsklick. Oder eingeblendet. Mit R? Mit R kannst du und mit Rechtsklick kannst du auch wegwerfen. Okay, das aber das ist natürlich. Aber guck mal, weißt du, woran man sieht, wo noch jemand ist, aufgrund an diesen roten Schimmer, ne? Schimmer. So roten Schein. Das erinnert sehr an Braid, an dieses kleine Indie-Spiel, wo sich die Gegner nur bewegt haben, wenn man sich selbst auch. Oh! Das ist. Okay, ja. Das ist schlecht. Fuck, ey. Man muss sich auch mal so ein bisschen merken, wo man die Gegner besiegt. Nee, sie verhalten sich immer anders. Du merkst, mal läuft auch der hier am Anfang. Nach links und manchmal nach rechts. Ja. Okay. Und mittig. Aber den habe ich nicht erwischt. Doch. Den ja immer nicht. Okay. Den habe ich. Oh. Den kriegst du auch zwischen den Säulen durch. Die Lobby sieht ein bisschen aus wie bei Matrix, ne? Die Matrix-Lobby, die berühmte. Vom ersten Teil. Ich hab kein Geld.
Zu viel Counter-Strike gespielt? Aber das ist schlecht. An die Waffe kommst du bestimmt nicht ran, oder? Ach, schau mal. Ist das ja das Leuchten, hat das was zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Lampen gehen nur so an und aus. Keine Chance mehr. Also man muss sich auf jeden Fall mal taktisch überlegen, wo man zum Gegner hinläuft. Ja, der hat du musst schneller zu den zu dem ranlaufen. Der darf keine Zeit haben, dich zu zielen. Da muss ich auch gut überlegen, wo man dann hingeht, um eine neue Waffe zu holen. Das haben wir eben gesehen, dass das offensichtlich der falsche Spot war. Hinter dir taucht aber, glaube ich, auch wieder einer auf, ne? Aus der Tür. Oh! Ich dachte, die Kugel... Ja, hört euch. So ein Mist. Das ist gar nicht so trivial, wie man so schön sagt. Es wirkt erstmal sehr simpel, das ganze Spiel. Aber ich glaube, gerade wenn dann die Räume größer werden und verwinkelter und mehr Leute dann da sind, wird das eher wie Schach. Also so ein bisschen. Pistolenschach. So, sechs noch. Guck dich mal um. Ja, nein, die kommen ja immer durch die Türen neu nach. So, schau mal da ist keiner. Da hinten, da hinten ist auf jeden Fall einer. Da ist welcher. Okay, den hast du erwischt. Nein! Da ist aber eine Waffe. Nein, scheiße, die ist gegen den Säule. Boah, nicht so schnell bewegen, nicht so schnell bewegen. Rechts und links. Aber erstmal den da. Dann bist du den schon mal los. Und links auch noch? Haben wir noch? Ja, sah irgendwie so aus. Okay, aber jetzt sind ja auf jeden Fall noch irgendwie zwei, drei da. Links ist was? Den kriegst du, sehr gut. Oh, du darfst das jetzt nicht versauen. Aber kein Druck. Aha. Ah, da. So. Gerade zu. Einer noch, okay, beweg dich langsam, der ist immer noch geradezu, oder? Einer? Da. Ja. Ach, scheiße. Ja, vielleicht gehst du da. Soll ich's probieren? Probier's. Was soll passieren? Yeah! Yes! Super hot! Super hot! Yes! Super hot! Super. Also die Idee ist ein Bossfight. Ja, Norbert, okay. Bossfight. Okay, gut, also das. Hätte ich nicht gedacht, dass es hier sowas noch gibt, aber. Oh nein. Kill the CEO. Okay. Yes! Okay, yes. Das war einfach. Was kann man jetzt noch machen? Weiterlaufen? Kommt das Licht? Achso, das war nicht der CEO, das war nur irgendein Hansel. Okay. Ah, hier. Die Karten erinnern immer ein bisschen auch an Counter-Strike? Ja, ne, so an so ganz simpel gemacht. Simple Counter-Strike Custom Maps. Okay, also jetzt kriegen wir noch ein bisschen Story mit. Ihr müsst es dann jetzt vielleicht euch nochmal angucken, um ihm zuzuhören, was er redet. Soll ich jetzt hier runter? Weiß nicht. Soll ich mal probieren? Ja, ja, hier geht's ja sonst nicht weiter. Stop. You've been a good. Super hot. Okay, Hammergeschichte. Ist this the end? Nein, ist es nicht. Ist gegreenlightet worden, wird jetzt in den nächsten Monaten weiterentwickelt und kommt dann bei Steam Greenlight, also über Steam einfach raus. Für ein paar Dollar, denke ich mal. Ich meine, das ist ja auch so ähnlich wie, sag ich mal, Portal. Ist ein alternativer Shooter. Naja, irgendwann, genau, das wird jetzt für 10 Dollar wahrscheinlich bei Steam kommen. Dann wird Valve einfach die Firma kaufen und entwickelt dann mit ein paar Millionen Budget einfach Superhot 2 und das ist dann halt entsprechend riesengroß, so wie bei Portal. Ja. So wird es wahrscheinlich laufen. Nee, hat auf jeden Fall Art mit Potenzial, das Spiel. Also ich fand es jetzt echt lustig. Ist eine winzige Demo, einfach super hot, mal googeln, da kommt ihr direkt auf die Seite der Entwickler, könnt das da im Browser spielen. Also hat auf jeden Fall auch ein super Feeling, wenn man spielt, alles sehr genau. Man muss sich eben Gedanken machen, dass man nicht gegen die Ecke schießt oder so. Na und ich finde das halt echt super, immer diese Spiele, die direkt wieder starten, wenn man gestorben ist. Genau. Und man einfach direkt immer wieder versuchen kann und dann nicht irgendwie... Also eigentlich an sich das perfekte Knobelspiel dann auch. Ja. Also wenn sie das jetzt noch ein bisschen komplizierter machen, ein paar andere Waffen noch und so, also man kann ja dann auch damit arbeiten, dann gibt es auch Schrotflinten und die haben natürlich eine andere Streuung und dann kannst du wieder damit und so weiter. Dann gibt es aber noch andere Gegnertypen, zum Beispiel Scharfschützen, da muss man dann aufpassen und so weiter und so fort. Und die sich schneller, langsamer bewegen oder so. Genau. Oder einen Gegner, der hat ein zweiläufiges Gewehr oder so und da fliegen dann zwei Kugeln sozusagen mal auf dich zu, die sich dann so immer weiter voneinander entfernen und da muss man auch aufpassen, dass man dazwischendurch sich schlängelt. Ja. Klingt auf jeden Fall oder sieht super aus. Wollten wir euch mal zeigen und ihr könnt es gerne selbst ausprobieren. Ist wie gesagt kostenlos im Browser, die Demo spielbar. Super hot.
supportgame.com. Supportgame.com. Mhm. Und wir sind jetzt raus und machen uns jetzt ein bisschen Tee, super hot. Oder sowas. Ja. Bis denn. Tschüssi.